Lüders war bei den Nachdenkseiten zu Gast und er sagt, Deutschland macht sich mitschuldig am Massenmord im Gazastreifen. Also wir hatten ja schon auf viele Interviews mit Michael Lüders reagiert, dass hier ist das Neueste und dass sich die Situation in Gaza nicht bessert, eher verschlechtert. Also Nordgaza ist jetzt seit 3 Wochen von sämtlichen Nahrungsmitteln und Wasserlieferungen abgeschnitten. Israel begeht da ständig neue Massaker. Es entführt das Personal von Krankenhäusern. Also es ist wirklich eine einzige Hölle, was da in Gaza passiert, vor allem in Nordgaza gerade, wo die neueste Stufe dieses Völkermordes stattfindet. Aber darauf wird Michael Lüders in dem Interview hier wahrscheinlich sehr ausführlich eingehen und deswegen reagieren wir hier darauf, einfach damit das Thema auch auf diesem Kanal ein bisschen aktuell bleibt. Oh, mein Name ist Michael Holmes, freier Journalist. Ich spreche heute mit Michael Lüders, der kaum der Vorstellung bedarf für unser Publikum, aber ich möchte Sie trotzdem ganz kurz vorstellen, Herr Lüders. Es freut mich sehr, dass Sie da sind. Sie haben Politik und Islamwissenschaften in Berlin und Damaskus studiert. Sie haben viele Jahre waren Sie Nahost-Korrespondent für die Zeit und Sie sind heute im erweiterten Parteivorstand des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Sie sind Autor mehrerer Bücher, darunter einige Bestseller, Spiegel-Bestseller. Und jetzt haben Sie ein neues Buch geschrieben, über das wir auch sprechen wollen, das ich wärmstens empfehlen kann. Ich halte es mal hier an die Kamera. Krieg ohne Ende, Untertitel. Warum wir für Frieden im Nahen Osten unsere Haltung zu Israel ändern müssen. Und Sie zeigen in dem Buch, warum wir die ganz erheblich ändern müssen. Das Buch ist eine wunderbare Einführung in den Konflikt zwischen Israel und den Arabern generell, schon vor der Staatsgründung bis heute. Und Sie haben sehr viele Belege dafür, warum so vieles nicht stimmt an der pro-israelischen Mythen, die im Westen so weit verbreitet sind. Nicht, dass die haben auch einige Kernwahrheit, die sie auch benennen, aber sie zeigen doch, dass da vorne und hinten sehr vieles im Argen liegt. Sie gehen alle Kriege durch, sie gehen diese Besatzungspolitik durch, sie gehen diese Behauptung durch, dass die Israelis immer Frieden wollen und die Araber nicht. Sie zeigen, dass es fast eher umgekehrt ist, aber auch nicht unbedingt so einfach. Es ist ein nuanciertes Buch. Ich kann es wärmstens empfehlen. Und Sie belegen auch in dem Buch wirklich die zahlreichen und massiven Kriegsverbrechen Israels in Gaza und auch in der Westbank und im Libanon in früheren Jahren. Jetzt passiert so viel aktuell. Wir haben jetzt auch bereits einen Krieg im Libanon. Und es droht ein richtig großer Krieg, ein möglicherweise fürchterlicher Krieg auch im Iran. Deswegen möchte ich Herrn Lüders Ihnen fast ein bisschen selbst überlassen, worüber Sie jetzt sprechen möchten. Es gibt so viel und es ist, ich empfinde es als Wahnsinn, was hier passiert und ich verstehe überhaupt nicht, warum. Das wäre ein gutes Format. Herr Lüders, erzählen Sie einfach mal. Also es bräuchte echt mehr Formatieren, wenn das einfach einladen oder irgendwelche, also die einfach Michael Lüders zu Gast haben und dann sagen, so, ich habe hier das und das Thema, erzählen Sie jetzt einfach mal 20 Minuten was. Er hat ja einen eigenen YouTube-Kanal, aber da kommt ja nur jeden Monat ungefähr ein Video. Also es ist so schade, dass Michael Lüders nicht mehr zu Talkshows eingeladen wird. Deswegen ist es gut, dass es alternative Formate gibt, die ihn einladen. Und deswegen reagieren wir hier auch auf die meisten Interviews, die ich dazu finde. Warum die USA und auch Deutschland das immer noch so massiv unterstützen mit Waffen und mit Propaganda und Rhetorik. Was sagen Sie zur aktuellen Lage? Wie fühlen Sie sich gerade, Herr Lüders? Erstmal schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute, hier und heute Gast zu sein bei Ihnen. Die Lage im Nahen Osten ist alles andere als erfreulich. Natürlich, es ist ein Krieg, der entfesselt wurde, natürlich am 7. Oktober 2023. Und dieser Verweis dient vielfach als Rechtfertigung dafür, dass es danach so extrem blutig und gewalttätig geworden ist. Gewissermaßen nach dem Motto, Israel habe das Recht auf Selbstverteidigung. Was selbstverständlich auch stimmt, aber es ist umgekehrt auch richtig, dass diese Selbstverteidigung ganz offenkundig längst übergegangen ist in einen Krieg im Gazastreifen, im Westjordanland, jetzt im Libanon, wo man sich die Frage stellen muss, was ist eigentlich das Kriegsziel? Es ist ja relativ illusorisch anzunehmen, man könnte seine Widersacher, ob man sie nun als Terroristen labelt oder nicht, militärisch besiegen oder ausschalten. Es ist der israelischen Seite
in mehr als einem Jahr Krieg nicht gelungen, die Hamas im Gazastreifen zu besiegen, ungeachtet der massiven Zerstörungen dort. Nichtsdestotrotz, der Krieg geht dort weiter. Und im Grunde genommen, jeder, der über ein bisschen Menschenkenntnisse verfügt, wird nachvollziehen können, dass die extreme Gewalt, die Israel dort anwendet, die nach Zehntausenden rechnenden Toten, das alles führt natürlich dazu, dass der Hass sich in die nächste und in die übernächste Generation vererben wird und der Widerstand nicht gebrochen werden kann, ohne dass es eine politische Lösung gäbe. Und nun haben wir also eine Erweiterung des Krieges in Richtung Libanon. Es ist eigentlich das erklärte Ziel der israelischen Führung schon unmittelbar nach dem 7. Oktober 23 gewesen, zu Protokoll gegeben von Yoav Gallant, dem damals und heute Verteidigungsminister, der sagte, es kann nicht allein darum gehen, die Hamas zu besiegen, ein für alle Mal, sondern darüber hinaus muss es auch darum gehen, die übrigen Widersacher, die Israel hat, ins Visier zu nehmen, nämlich die Hezbollah, die Partei Gottes im Libanon, und den Iran, die beide eng miteinander verbunden sind. Und genau das, was damals angekündigt wurde, setzen die Israelis jetzt um. Das ist ein sehr riskantes Spiel und natürlich leiden und sterben in erster Linie Zivilisten. Das gilt für die palästinensischen Gebiete, das gilt aber auch für den Libanon. Mir schien es, wo die Fehlwahrnehmung immer gravierender, was Gaza angeht, was die. Ja, da ist die Frage, was ist das israelische Kriegsziel? Also ist das wirklich die Hamas komplett zu besiegen? In gewisser Weise könnte man sagen, schon. Denn wenn man die gesamte Bevölkerung aus Gaza vertreibt oder umbringt, gibt es logischerweise auch keine Hamas mehr. Also in Nordgaza, da töten israelische Truppen gerade jeden, den sie finden. Vor kurzem haben sie das Personal eines Krankenhauses in Nordgaza gekidnappt. Also das gesamte männliche Personal, bis auf zwei Mitarbeiter, einfach mitgenommen. Das Krankenhaus anschließend beschossen. Und in Nordgaza, da gehen israelische Truppen wirklich brutal vor. Sie haben Nordgaza als Sicherheitszone ausgewiesen. Da kommt kein Wasser hin, da kommen keine Nahrungsmittel hin. Das heißt, die Zivilisten, die dort bleiben und nicht fliehen, die werden entweder von israelischen Truppen umgebracht oder sie verhungern oder verdursten. Also das ist die Situation dort. Und kann man nicht sagen, das diene nur der Bekämpfung der Hamas. Nee, es dient der Bekämpfung der Zivilbevölkerung in Gaza. Und es gibt auch zahlreiche Zitate von israelischen Politikern, die gesagt haben, also Michael Lüders zitiert auch einen Teil dieser Zitate in seinem Buch, es geht wirklich darum, den Gazastreifen ethnisch zu säubern, um dort Platz für israelische Siedlungen zu schaffen. Und es geht wirklich darum, und eine Vorstufe dessen ist maximale Zerstörung, wenn auch in der zivilen Infrastruktur maximale Zerstörung auch in der zivilen Infrastruktur anzurichten, um den Gazastreifen unbewohnbar zu machen. Daniel Hagari, IDF-Sprecher, hat beispielsweise gesagt, der Fokus liegt auf Zerstörung, nicht auf Genauigkeit. Wir werfen hunderte Tonnen Bomben auf Gaza. Also das sagt, hat ein offizieller IDF-Sprecher kurz nach dem 7. Oktober gesagt. Und vor kurzem haben Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir nochmal bekräftigt bei einer Konferenz, wo die Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen besprochen wurde und wo gefordert wurde, dort Siedlungen zu errichten, nochmal bestätigt, dass das Kriegsziel der israelischen Regierung ist. Vertreibung der Palästinenser, um die israelische Siedlung im Gazastreifen zu errichten. Also dann wären diese Gewalt am Also die massive Gewalt des israelischen Militärs, die lässt sich dann auch ganz logisch erklären. Es geht hier wirklich um eine ethnische Säuberung des Gazastreifens. Es geht darum, den Gazastreifen für Palästinenser unbewohnbar zu machen. Und es gibt auch interne Planungen des israelischen Militärs kurz nach Kriegsbeginn, in denen gesagt wird, ja, es gibt verschiedene Szenarien. Zwei dieser Szenarien beinhalten, dass wir da im Gazastreifen irgendeine Puppenregierung an der Macht lassen, irgendeine palästinensische Autonomieregierung, die unsere Befehle ausführt. Aber wir lassen den Gazastreifen immer noch besetzt, aber wir bleiben die Palästinenser nicht. Und das dritte Szenario ist genau, die Palästinenser auf den Sinai zu vertreiben. Und das ist dann genau das Szenario, für das dieses interne Papier des Militärs argumentiert. Also es gibt wirklich konkrete Pläne, schon kurz nach dem 7. Oktober entworfen, alle Palästinenser aus Gaza zu vertreiben, um Gaza dem israelischen Staatsgebiet einzuverleiben. Die Berichterstattung angeht im Westen und auch was unsere Politiker sagen in Deutschland und in den USA. Aber bis vor kurzem hielt ich es vor allem für eine moralische Sache, weil Gaza ist kein Weltkrieg, es ist ein moralisches Versagen des Westens.
diesem Völkermord nicht wenigstens zu versuchen, Einhalt zu gebieten. Aber was, glaube ich, jetzt auch Wahnsinn ist und nicht verstanden wird, ist die Größenordnung, weil die Hisbollah ist wesentlich stärker, soweit ich das beurteilen kann als Laie, als die Hamas. Und der Iran ist nochmal wesentlich stärker. Also der Iran ist ja auch eine Mittelmacht. Und ein Krieg zwischen Israel und Iran, was würde das bedeuten, wenn es zu einem ausgewachsenen Krieg kommt zwischen Israel und dem Iran? Und wenn sich da auch noch die Großmächte einmischen, wie sehen Sie das? Ja, so ein Krieg gegen den Iran wäre natürlich ein äußerst gefährlicher Einsatz. Man muss sich vor Augen halten, dass der Iran ein Land ist, das doppelt so groß ist wie Deutschland, das eine wirkliche Machtposition hat in der Region. Es ist im Nahen und Mittleren Osten, in Westasien, von einer vergleichbaren Bedeutung, wie sie Staaten in Europa von der Größenordnung Frankreich, Deutschland haben und von ihrem politischen Gewicht her. Also wenn ein vergleichsweise kleines Land wie Israel ein so großes Land wie den Iran angreift, nun, dann kann das natürlich gravierende Auswirkungen haben. Es gilt eigentlich als gesetzt, dass Israel den Iran angreifen wird. Das wird geschehen in den nächsten Tagen vermutlich. Und wir haben gesehen, Ja, es ist auch schon geschehen. Also als das Interview erschienen ist, da ist der Angriff, hatte der noch nicht stattgefunden. Jetzt hat er stattgefunden. Israel hat wohl die iranische Raketenproduktion angegriffen. Der Iran hat auch schon gesagt, man werde zurückschlagen. Also das ist gar nicht gut, was da gerade passiert. Aber man kann sagen, immerhin hat Israel nicht die iranische Energieinfrastruktur angegriffen, was deutlich größere Eskalation bedeutet hätte. das Zumal das auch keine symmetrische Antwort gewesen wäre, da der Iran ja vor allem militärische Ziele in Israel angegriffen hat. Also der Iran, der hat vor allem Militärbasen beispielsweise, von denen israelische Raketen gestartet sind vorher oder israelische Flugzeuge gestartet sind, angegriffen. Und wenn Israel jetzt die iranische Ölinfrastruktur, also zivile Ziele angegriffen hätte, dann ja, hätte es den Krieg auf eine neue Ebene gehoben. Also Israel hatte den Iran ja vorher schon andauernd provoziert, sei es mit dem Angriff aufs iranische Konsulatsgebäude in der iranischen Botschaft in Syrien oder sei es mit der Tötung Khaniyehs in Teheran. Also Khaniyehs war bekannt, wo der sich aufhielt. Das war der Hamas-Führer, das war der Verhandlungsführer der Hamas, mit dem Israel eigentlich gerade einen Waffenstillstand verhandeln sollte. Spricht auch dafür, dass Israel nie vorhatte, mit der Hamas einen Waffenstillstand zu schließen, sondern dass Israel diesen Krieg eben fortsetzen wollte. Und die Ermordung Khaniyehs passt genau in dieses Bild. Israel hätte Khaniyeh jederzeit ermorden können. Es hat ihn bewusst in Teheran ermordet, um den Iran maximal zu provozieren. Israel und die USA hinter den Kulissen offenkundig verhandelt haben, was geht und was nicht geht. Die Amerikaner, obwohl sie engste Verbündete Israels sind und die Pläne Israels, den Iran zu schwächen, natürlich identisch sind mit US-amerikanischen Vorstellungen, denn der Iran ist der größte und der letzte verbliebene Widersacher in Westasien mit Blick auf die amerikanische Hegemonie, die in der Region nach wie vor gegeben ist, wenngleich die arabischen Golfstaaten sich zunehmend auch von der Umarmung durch Washington lösen und sich parallel auch in Richtung China und auch in Richtung Russland orientieren. Was passiert also, wenn der Iran angegriffen wird? Es hängt davon ab, was die Israelis angreifen. Offenkundig, so jedenfalls berichten Medien, amerikanische Medien, gibt es einen Deal der Sorte, dass die Amerikaner den Israelis gesagt haben, wenn ihr militärische Ziele angreift oder Regierungsgebäude, das ist in Ordnung, greift aber nicht die Ölförderanlagen an und auch nicht das Atomprogramm des Irans. Ob sich die Israelis am Ende daran halten oder nicht, ist völlig offen. Ich meine, die Regierung Netanyahu weiß sehr genau, dass egal was sie tut oder nicht tut, einen ernsthaften Druck aus den USA hatte die israelische Regierung noch nie zu gewärtigen. Insoweit ist es eigentlich egal, was sie tun oder was sie nicht tun oder was sie versprechen und was sie nicht versprechen. Aber klar ist, dass die US-Regierung kein Interesse daran hat, einen möglichen Krieg gegen den Iran eskalieren zu lassen, schon gar nicht wenige Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November. Aber es liegt alles in den Händen der Regierung Netanyahu, die sich den Luxus erlauben kann, weitgehend unabhängig von den USA zu operieren. Es ist nicht immer klar, wer im Verhältnis zwischen den USA und Israel der Koch ist und wer der Kellner. Und man muss sich vor Augen halten, dass es zwar immer wieder Kritik der USA gibt an der Kriegsführung Israels, aber diese Rhetorik ändert nichts daran,
dass die Amerikaner nach wie vor Waffen in großem Umfang liefern. Und zwar in einem gewaltigen Umfang. Es ist wirklich immens, was dort geliefert wird. Allein in diesem Jahr, das ja noch nicht um ist, das noch nicht vorbei ist, haben die USA Waffen geliefert im Wert, oder zumindest das versprochen, dieses zu tun, im Wert von etwa 74 Milliarden US-Dollar. 74 Milliarden US-Dollar. Das ist eine gewaltige Summe. Das reguläre Rüstungsbudget Israels beträgt, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, 27,7 Milliarden. Das ist leicht weniger als die Militärausgaben Deutschlands für ein Land, das die wirtschaftliche Größe Niedersachsens hat. Also Israel ist echt kein großes und reiches Land. Israel lebt von westlichen Subsidien und von westlichen Waffenlieferungen. Und es könnte diese ganzen Kriege, die es gerade führt, auch den Krieg in Gaza, der ja ein Krieg gegen eine dramatisch unterlegene Guerilla-Armee ist, auf den könnte es nicht ohne amerikanische Hilfe führen. US-Dollar. Also wenn die USA, also wer Koch und wer Kellner ist, es zeigen die materiellen Gegebenheiten eigentlich ziemlich klar. Wenn die USA wollten, dann gäbe es längst Frieden, dann könnte Israel diesen Krieg so nicht führen. Also dann würde einfach, dann hätten die Panzer keine Munition mehr, dann könnten die Flugzeuge nicht mehr abheben, dann würde Israel keine Ersatzteile bekommen, wenn die USA nicht liefern würden. Die USA liefern aber und deswegen kann Israel diesen Krieg führen. Und wenn man das jetzt addiert, diese Zahlen, dann sind wir in einer großen Ordnung, die ist wirklich irrsinnig. Und zum Vergleich, der Iran hat ein Militärbudget von jährlich 13,7 Milliarden US-Dollar. Also Israel gibt in etwa doppelt so viel aus für sein Militär als der Iran. Und hinzu kommen eben die immensen amerikanischen Waffenlieferungen oder zumindest die Ankündigung, diese Waffen auch tatsächlich dann zu liefern. Das heißt, Israel kann vor lauter Kraft kaum laufen. Und insoweit bleibt abzuwarten, was geschieht. Wenn die Israelis Atomanlagen oder gar Ölförderanlagen bombardieren sollten, werden die Iraner reagieren. Das haben sie klar gesagt. Sie werden dann Ölförderanlagen in den arabischen Golfstaaten angreifen, und zwar vornehmlich solche im Besitz von US-Unternehmungen. Und wenn die Atomanlagen angegriffen werden sollten im Iran, die zu zerstören unmöglich sein wird, denn sie sind dezentral und sehr tief unter der Erde, dann wird es sicherlich großflächige Antwort geben, militärische Antwort des Irans in Richtung Israel. Und das kann auch sein, dass Hezbollah und Iran gemeinsam dann Israel angreifen. Das alles ist natürlich Kaffeesatzleserei. Wir wissen nicht genau, wann die Israelis. Ja, Israel, also das wissen wir. Ich glaube, den Rest der Antwort, den überspringen wir auch. Wir wissen ja, was Israel gemacht hat. Also Israel hat ja iranische Raketenproduktion angegriffen, sich also wohl auf amerikanischen Druck hin nicht für die maximale Eskalation entschieden. Die USA können halt auch nicht beliebig viele Kriege gleichzeitig führen. Also in der Ukraine läuft es gar nicht gut. Und wenn man jetzt die Waffenlieferung an Israel mehr steigern muss, wenn man da eventuell eigene Soldaten hinschicken muss, dann bleibt eben noch weniger für die Ukraine, was Russland da eventuell noch weitgehendere Durchbrüche ermöglicht. Also die Front, die bröckelt ja sowieso schon an allen Ecken und Enden. Die Ukraine, die ist komplett ausgezehrt. Also wenn der Westen nicht bald Truppen schickt, dann dürfte es da wirklich schlecht aussehen. Und da können die USA jetzt gerade keinen großen Regionalkrieg im Nahen Osten gebrauchen. Zumal sie ja in der Taiwan-Frage gegen China noch weiter zündeln wollen. Also haben wir da sozusagen Glück, dass die USA. Glück im Unglück, könnte man sagen. Das ist jetzt eine ziemlich blöde Formulierung, aber wir können froh sein, dass die USA ausgelastet sind, was Munitionierung von Stellvertreterkriegen gerade angeht. Sowohl mit Taiwan als auch in der Ukraine. Auch mit Taiwan ist gerade kein Krieg, aber es wird einer vorbereitet. Und in der Ukraine, da läuft es für die USA alles andere als gut. Deswegen können sie sich keinen großen Krieg im Mittleren Osten leisten. Jahrzehnten auch mit, muss man ein gewisses Verständnis haben. Und sie zeigen aber auch, es war Teil der Westbindung Deutschlands und hatte auch. Reinhard schreibt hier gerade im Chat, ich will bei dem Thema eigentlich gar nicht rumstreiten. Letztendlich geht uns dieser Konflikt nichts an. Ja, dann ist es ja kein Problem, dass du sagst, dann liefern wir auch keine Waffen. Also wenn uns dieser Konflikt nichts angeht, dann sollten wir uns da einfach raushalten. Und genau das ist ja die Forderung, die Leute wie Michael Lüders haben, einfach keine Waffen liefern. Das ist erstmal die zentrale Forderung, die das BSW hat, die die meisten Leute auf pro-palästinensischen Demonstrationen haben. Keine Waffen an Israel. Keine einseitige Parteinahme. Darum geht es. Keine Waffen, kein Geld an Israel. Genau die gleiche Forderung wie beim Ukraine-Krieg. Keine Waffen, kein Geld an die Ukraine. Deutschland sollte sich neutral verhalten. Deutschland sollte sich für Frieden einsetzen. Auch wenig moralische Gründe, sondern das war eigentlich auch eine strategische Entscheidung. Sie gehen aber auch ein über die
deutsche Politik heute in Gaza und was sie da zeigen, ist wirklich erschreckend. Sie sammeln nochmal sehr viele der Belege dafür, für die zahlreichen Kriegsverbrechen, die täglichen Kriegsverbrechen Israels in Gaza, die sich wahrscheinlich zumindest sehr plausibel zu einem Völkermord ergänzen. Und sie sagen in dem Buch, das könnte der Super-GAU sein für die deutsche Erinnerungspolitik, wenn die wichtigste Lehre aus der sein soll, dass wir jetzt einen Völkermord unterstützen. Also wie sind wir in diese Lage gekommen in Deutschland, dass wir die Lehre aus Auschwitz soll ausgerechnet sein, dass wir die Klappe halten, Waffen liefern an ein Regime, das Völkermord unterstützt. Das ist eine Absurdität für auch für viele außenstehende Menschen. Aber wie sind wir dahin gekommen? Wie sind wir so weit gekommen? Gut, dass es anspricht. Das steht alles in Michael Lüders Buch. Er arbeitet das da auch minutiös auf, warum man das Vorgehen in Gaza legitimerweise als Völkermord bezeichnen kann. Warum das diese juristische Definition eines Völkermords tatsächlich erfüllt. Also Völkermord braucht es zwei Dinge. Erstmal genozidale Akte, also das massenhafte Töten von Angehörigen einer ethnisch definierten Gruppe beispielsweise. Und zweitens eine genozidale Intention. Und die genozidale Intention, die lässt sich daraus herauslesen, beispielsweise, dass Israel bewusst Zivilisten ins Visier nimmt. Die berühmte Dachia-Doktrin, die Lüders auch in seinem Buch erwähnt. Also Israel äschert bewusst ganze Wohnblocks ein, wenn man da Hamas-Funktionäre vermutet oder Hezbollah-Funktionäre. Dachia ist ja ein Stadtteil in Beirut, wo man das im Krieg 2006 gegen die Hezbollah ausprobiert hat, diese Strategie. Es geht darum, den Gegner komplett zu demoralisieren und da greift man auch bewusst zivile Ziele an. Also in Gaza hat man die Entsalzungsanlagen bombardiert, man hat das Gesundheitssystem zerstört. Also man ist wirklich in Krankenhäusern, also man hat Krankenhäuser nicht nur massenweise beschossen, man ist in Krankenhäuser rein und hat dort die Mediziner entführt und dann sie in irgendwelche israelischen Foltergefängnisse gesteckt. Also das hat man mehrfach gemacht. Das ist das normale Vorgehen der IDF in Gaza. Eine nächste genozidale Tat wäre dann eine ethnisch definierte Gruppe Lebensbedingungen auszusetzen, die auf eine physische Vernichtung hinauslaufen. Also das, was man in Gaza gemacht hat, kein Essen durchlassen oder viel zu wenig Essen durchlassen, viel zu wenig sauberes Wasser durchlassen oder die Entsalzungsanlagen absichtlich angreifen. Ja, also die Bevölkerung Lebensbedingungen aussetzen, die die Verbreitung von Krankheiten fördern. Was übrigens auch ein israelischer General öffentlich gefordert hat, also ein General AD, Giora Eiland. Der hat öffentlich gesagt, ja, unsere Kriegsführung, die würde ja leichter gehen, wenn die Bevölkerung in Gaza massenhaft erkranken würde, wenn sich da Krankheiten ausbreiten würde, dann wäre es leichter für uns dort Krieg zu führen, wenn die Moral der Bevölkerung durch das Ausbreiten von Krankheiten geschwächt wäre. Also sind Aussagen, die im israelischen Fernsehen laufen. Die dutzendfach im israelischen Fernsehen laufen. Also es gibt einzelne Fernsehsender, wo wirklich dutzendfach dokumentiert wurde, dass da zum Völkermord an Palästinensern aufgerufen wurde. Oder die genozidale Intention, die lässt sich auch dadurch belegen, dass israelische Minister beispielsweise sagen, ja, unser Ziel ist es, die Palästinenser in Gaza zu vertreiben, um dort israelische Siedlungen zu errichten. Also unser Ziel ist, das Ziel ist, das Gaza frei von Palästinensern zu machen. Wenn man das jetzt noch mit den genozidalen Taten kombiniert, also massenhaft Umbringen von Palästinensern, herbeiführen von Lebensbedingungen, die ein Weiterleben unmöglich machen, wie gerade in Nordgaza, das seit 3 Wochen vor Nahrungsmittel- und Wasserversorgung abgeschnitten ist, ja, dann kann man zu dem berechtigten Schluss kommen, dass da ein Völkermord stattfindet. Ja, die Frage ist natürlich sehr berechtigt und das hat mehrere Gründe. Ich glaube zunächst einmal, dass es emotional durchaus nachvollziehbar ist, dass man als deutscher Politiker sagt, ich stehe auf der Seite Israels. Dagegen ist auch nichts zu sagen, wenn man konkret benennt, was man damit meint. Welches Israel ist denn gemeint, wenn wir reden von Staatsräson, von deutschen Schutzgarantien für Israel? Reden wir von dem Israel in den Grenzen des 4. Juni 1967 mit seinen zwar nicht völkerrechtlich offiziell anerkannten Grenzen, aber doch weltweit insgesamt akzeptierten Grenzen? Oder reden wir von jenem Groß-Israel, das nach dem Sechstagekrieg 1967 entstanden ist, also ein Groß-Israel, das die syrischen Golanhöhen besetzt und annektiert hat, das das Westjordanland und den Gazastreifen in Ost-Jerusalem besetzt hat, Ost-Jerusalem annektiert hat,
und das einen brutalen Siedlungskolonialismus betreibt, ganz offenkundig in der Absicht, die Palästinenser aus ihrer Heimat perspektivisch zu vertreiben. Ja, und sollte Israel im Libanon militärische Erfolge haben, also dann dürft ihr dreimal raten, was mit den Libanesen südlich des Litani-Flusses passieren wird. Also es gibt einen israelischen Minister, einen israelischen Bildungsminister, der hat sich im Fernsehen hingestellt. Ja, wenn sich die Dinge so weiterentwickeln, dann wird der Libanon vernichtet werden. Benjamin Netanyahu hat, als die Bodenoffensive losging, gesagt, ja, der Libanon hat jetzt die Wahl, entweder er beginnt einen Bürgerkrieg gegen die Hisbollah oder wir werden ihn in ein zweites Gaza verwandeln. Also das ist die Rhetorik der israelischen Regierung, während sie gerade einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf den Libanon durchführt, wo sie auch systematisch die Gesundheitsversorgung angreift, wo sie ganze Häuserblocks in Beirut einäschert, wo sie ganze Dörfer im Libanon, im Südlibanon, auch christliche Dörfer einäschert. Also das ist die Rhetorik der israelischen Regierung. Und ja, sollte Israel militärischen Erfolg haben im Südlibanon, was zweifelhaft ist, da die Hisbollah es in der Vergangenheit schon zweimal geschafft hat, Israel zurückzuschlagen, trotz der brutalen israelischen Kriegsführung, dann ja, könnte es eben auch im Südlibanon den besagten Siedlungskolonialismus geben. Also das wäre dann eine Option. Also Smotrich hat schon gesagt, ja, die Grenzen von Israel, natürlich haben wir die nicht definiert. Ein religiös gehört uns ja eigentlich noch viel mehr Land. Jerusalem, das kann ja auch bis Damaskus reichen. Ja, die israelische Recht, also die Rechtsradikalen in Israel, also jetzt so Leute wie Smotrich oder Ben-Gvir, die wollen das religiös verheißene Land Israel, was vom Euphrat bis zum Nil reicht. Also das ist sind zumindest gerade die kühnsten nationalistischen Träume in der israelischen Recht. Ein Groß-Israel vom Euphrat bis zum Nil. Das würde die Vernichtung von einem halben Dutzend Länder bedeuten. Also es würde die gesamte Region in Brand setzen, das umzusetzen. Deswegen wird das so schnell keine Realität werden. Also Israel wird sich da jetzt noch eine ganze Weile im Libanon festbeißen und sich daran vielleicht auch verschlucken. Also das sieht schon jetzt nicht gut aus, was da passiert. Also Israel kommt da auch nicht schnell voran. Es ist ein sehr blutiger Guerillakrieg, den Israel da jetzt erstmal erwartet. Aber was ich sagen will, selbst wenn man jetzt ganz Palästina annektiert, die Palästinenser vertreibt, wenn man jetzt im Südlibanon die Hisbollah vernichtet, wenn man eventuell den gesamten Libanon besetzt oder da irgendeine Marionettenregierung einrichtet, dann wird das Ganze nicht vorbei sein. Es wird weitergehen. Es wird weitergehen, bis man die gesamte Region nach seinen Vorstellungen umgestaltet hat. Das heißt erstmal, dass man alle Feinde vernichtet, also die Houthis gehören noch dazu, der Iran gehört dazu. Und das heißt zweitens, dass man expandiert. Und damit macht man sich dann logischerweise die ganzen arabischen Staaten, mit denen man sich seit dem Yom Kippur-Krieg wieder angenähert hatte, damit macht man sich diese ganzen arabischen Staaten erneut zum Feind, wenn man ihr Land haben will, logischerweise. Also selbst wenn dieser Krieg jetzt irgendwann enden sollte in Gaza, im Libanon, dann wird das Ganze nicht vorbei sein. Das wird weitergehen. Wir hatten die erste Also es Nachbar. wird zumindest weitergehen, bis der Westen Israel zurückpfeift und sagt, es geht nicht mehr weiter, kein Geld, keine Waffen mehr für euer Expansionsprogramm. Solange der Westen Nachschub liefert, wird dieses Programm weitergehen. Und es ist unvereinbar mit den Interessen der Staaten in der Region. Das muss man dazu sagen. So ist ein dauerhafter Frieden nicht möglich. Im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948. Damals wurde mehr als die Hälfte der Palästinenser vertrieben, sie mehr als 750.000 Menschen. Eine zweite Nakba gab es 1967 im Zuge des Sechstagekrieges, da sind noch einmal 350.000 Palästinenser vertrieben worden. Und es sieht ganz so aus, als würde der israelische Krieg im Gazastreifen nun das Ziel verfolgen, die Palästinenser von dort ebenfalls zumindest in großen Teilen zu vertreiben. Die Frage ist nur, welche Länder bereit wären, diese Palästinenser aufzunehmen. Die deutsche Politik hat sich eingerichtet in der bequemen Attitüde, dass alles, was Israel tue, legitim und berechtigt sei, weil Israel kämpfe um seine Existenz, es sei umgeben von Mächten, die Israel zu vernichten suchten. Und deswegen hat Israel auch alles Recht der Welt, sich zu verteidigen. Und wenn dann, wie im Gazastreifen, auch Zivilisten zu Tode kommen, naja, dann ist das halt letztendlich die Verantwortung der Hamas, die sich, skrupellos wie sie ist, unter Zivilisten verschanzt. Das ist in Kürze die offizielle Sichtweise. Und ich glaube, dass angesichts der ungeheuren Zerstörungen im Gazastreifen, 80% der Häuser dort sind zerstört, die allermeisten der Toten, mehr als 70%, sind Frauen und Kinder. Man kann das nicht mehr als Also, ein ihr müsst euch das mal vorstellen, auch die meisten der getöteten Männer im wehrfähigen Alter werden Zivilisten sein.
Also im syrischen Bürgerkrieg waren, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ich glaube 40% oder so der Opfer Zivilisten. Auch im US, also auch im Bosnienkrieg waren deutlich weniger als die Hälfte der Opfer Zivilisten. Und jetzt in Gaza, da hat man einfach 80, 90%, also ja, wir bewegen uns da wahrscheinlich so um die 90%, wahrscheinlich noch mehr der Opfer, die Zivilisten sind. Zumal viele Opfer ja in den offiziellen Zahlen gar nicht auftauchen. Also, dass selbst wenn in diesen offiziellen Zahlen ein paar tausend Hamas-Kämpfer enthalten sind, hat man ja noch Zehntausende direkte und indirekte Opfer des Krieges, die in diesen Zahlen gar nicht auftauchen. Das sind wahrscheinlich schon über 100.000 Opfer, aber das wird man erst ge nach Ende dieses Krieges feststellen. Also das, da wird man eine böse Überraschung se sehen, wenn dann die neuen Bevölkerungsschätzungen für Gaza auftauchen. Einen legitimen Verteidigungskrieg bezeichnen. Und das ist ja auch der Grund, warum Südafrika im Dezember vorigen Jahres Völkermordklage gegen Israel erhoben hat. Eine Klage, der sich mittlerweile mehrere Länder weltweit angeschlossen haben, in Europa, Spanien und Irland. Deutschland ist bekanntlich den entgegengesetzten Weg gegangen und hat sich als einziges Land der Welt als sogenannte Drittpartei auf die Seite Israels gestellt, was wiederum zur Folge hatte, dass Nicaragua Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord verklagt hat. Alles hängt mit allem zusammen, aber die deutsche Politik. Ja, also wir Deutschen sind durch unsere tolle wertebasierte Außenpolitik wir stehen jetzt wegen Beihilfe zum Völkermord vor Gericht. Also das ist das Ergebnis der wertebasierten Außenpolitik. In ihrem Mainstream weigert sich, Realitäten zur Kenntnis zu nehmen. Natürlich ist es richtig, Israel seine Solidarität zu bekunden und vor allem den Menschen in Israel. Im Zuge des 7. Oktober 2023, den vielen Opfern und deren Verwandten, Hinterbliebenen, die es hier gegeben hat. Aber genauso richtig wäre es gewesen, unmittelbar danach klarzumachen, dass ein Vernichtungskrieg, wie ihn Israel ja angekündigt hat im Gazastreifen, menschliche Tiere war das Wort, das Verteidigungsministerium auf Galant mit Ja, Blick. wir haben die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser, Strom komplett beendet. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln entsprechend. Daniel Hagari, ich hatte es vorhin schon zitiert. Wir werfen hunderte Tonnen von Bomben auf Gaza. Der Fokus liegt auf Zerstörung, nicht auf Genauigkeit. Das ist exakt die Beschreibung der Dahrir-Doktrin. Also des bewussten Angreifens ziviler Ziele, um die gegnerische Moral zu brechen. Daher kommen auch schon die extrem hohen Opferzahlen, die dieser Krieg von Anfang an gefordert hat. Also Israel. Also es kommt ja immer dieser Vorwurf, die Hamas, die nützen die Zivilisten als Schutzschilde. Das mag zu einem Teil stimmen. Aber der größte Teil der Angriffe von Israel, der nimmt einfach Zivilisten gezielt ins Visier. Also man greift einfach ein Haus an, wo man einen Hamas-Kämpfer vermutet. Und man greift dieses Haus gezielt dann an, wenn der Hamas-Kämpfer nach Hause gekommen ist. Also man greift nicht irgendwelche militärischen Einrichtungen an, wo man Hamas-Kämpfer vermutet, sondern ein Hamas-Kämpfer, der kommt, nachdem er einen Tag an der Front gekämpft hat, der kommt nach Hause. Will sich, also geht zu seiner Familie halt, wie das normal ist. Und dann, wenn er nach Hause gekommen ist, bombardiert man den ganzen Wohnblock, bringt ihn zum Einsturz und tötet einen Hamas-Kämpfer und dabei noch hunderte andere Zivilisten. Das ist das israelische Vorgehen. Das ist vollkommen völkerrechtswidrig und es gibt auch keine völkerrechtliche Konvention, die Soldaten verbieten würde, in normalen Häusern zu wohnen. Also, da stimmt dieser Schutzschildvorwurf nicht mal. Also Israel greift bewusst zivile Ziele an. Entgegen aller internationalen Rechts. Und es wäre auch illegal, wenn die Hamas Zivilisten als Schutzschilde verwendet. Also auch dann ist es illegal. Und dann darf man nicht einfach zivile Ziele angreifen. Aber dieser Schutzschildvorwurf stimmt in vielen Fällen nicht mal. Es ist einfach ein Vorwand, um, wie gesagt, ganze Häuserblocks einäschern zu können. Auf die Palästinenser dort verwendet hat. Und es gibt andere Aussagen von israelischen Politikern, die ich auch zitiere, die einem wirklich die Haare sträuben lassen. Nie hat ein deutscher Politiker diese genozidalen Aussagen führender israelischer Politiker kritisiert. Und dieses Schweigen macht uns mitschuldig. Und es ist doch auch absurd, dass Deutschland allein in den ersten 6 Monaten des Krieges 500.000 Schuss Munition geliefert hat, zur Verwendung vor allem in Maschinenpistolen, aber auch Artilleriemunition. Das ist übrigens der Hauptgrund dafür, dass Nicaragua Klage erhoben hat gegen Deutschland, denn diese Waffenlieferungen sind sehr problematisch mit Blick auf den juristischen Vorwurf einer Beihilfe zum Völkermord. Aufgrund dieser Klage von Nicaragua hat Deutschland seine Lieferungen erst einmal unterbrochen, deutlich reduziert, fast auf null zurückgefahren. Aber jetzt hat ja Kanzler Scholz angekündigt, dass diese Waffenlieferungen wieder aufgenommen werden, ungeachtet der Tatsache, dass nunmehr Israel den Krieg in den Libanon getragen hat und dort ebenfalls schon 2.500 Menschen tot sind,
die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Israel folgt also im Libanon derselben Strategie der verbrannten Erde wie im Gazastreifen bereits und in Teilen des Westjordanlandes. Die deutsche Politik. Ja, und das hat Israel angekündigt. Ich hatte es schon gesagt, man kann es gar nicht häufig genug wiederholen. Netanyahu hat dem Libanon offen gedroht, erstmal ein zweites Gaza zu machen. Das ist kein Geheimnis. Das ist die offene, unverhohlene Rhetorik der israelischen Regierung. Dem Libanon wurde vom israelischen Bildungsminister mit Vernichtung gedroht. Das ist kein Versehen. Das ist eine absichtliche militärische Strategie, die auch offen so angekündigt wurde. Weigert sich aber, diese Realität zur Kenntnis zu nehmen. Das Israel-Bild, das die hiesige Politik hat, hat mit der Realität vor Ort nichts zu tun. Also das Israel-Bild, wenn ich jetzt mal zugespitzt sagen darf, das ist gewissermaßen ein Bild, das geprägt ist vom deutschen Judentum der 1920er Jahre in Berlin-Charlottenburg. Hochgebildet, hochkultiviert, Menschen, die damals vertrieben oder ermordet wurden und nun Okay, ist jetzt ein bisschen unpassend, aber danke, Herr Valandil. gewissermaßen die Wiedergutmachung, indem man diesem Judentum, das es in Deutschland nicht mehr gibt, in Israel die Hand reicht. Wie gesagt, im Kern natürlich ist da nichts gegen zu sagen, aber es ist eben nicht das Bildungsbürgertum aus Berlin-Charlottenburg der 1920er Jahre, was jetzt in Israel eine Macht ist, sondern es sind Netanyahu und die Seinen, an denen gemessen die hiesige AfD, wenn ich den Vergleich wagen darf, fast schon als linksliberal zu gelten hätte. Das sind wirkliche Zeloten, das sind Ideologen, die wollen ethnische Säuberung. Die haben keine Probleme damit, Palästinenser zu massakrieren, zu töten, zu verjagen, zu vertreiben, allen internationalen Rechtsnormen zu widersprechen und sie zu ignorieren. Und sie kommen. Ja, und die UN, die das mittlerweile schon häufiger kritisiert hat, die ist laut israelischen Politikern wahlweise pro-Hamas, antisemitisch und der lustigste Vorwurf fand ich eine Terrororganisation. Nachdem Israel mehrfach UN-Truppen im Libanon angegriffen und beschossen hat, sich dort explizit aufhalten, um die territoriale Integrität des Libanons vor Israel zu schützen, nachdem Israel diese UN-Truppen mehrfach illegal angegriffen hat, kam dann von der israelischen Regierung die Meldung, ja, es tut uns ja leid, dass wir die angegriffen haben. Und kommt schon mal vor, die Hisbollah nutzt die UN-Truppen leider als menschliche Schutzschilde. Also, was soll man dazu noch sagen? Also Israel will offensichtlich, dass sich die UN-Truppen da beiseite scheren, weil Israel da durchmarschieren will und die UN-Truppen dort offensichtlich stören. Entsprechend kommen deswegen diese Provokationen und diese Erklärungen. Damit straflos durch. Und wir in Deutschland machen uns mitschuldig an den Verbrechen, die Israel begeht. Und man sollte nicht unterschätzen, wir in Deutschland neigen zu einer gewissen Provinzialität in unserem Denken. Wir nehmen nur uns selbst wahr und unsere eigene Selbstwahrnehmung, Stichwort westliche Wertegemeinschaft und so weiter und so fort. Und dennoch, wenn man sozusagen den Empörungslevel vergleicht, mit Blick auf den russischen Krieg in der Ukraine und dem, was im Nahen Osten passiert, dann kann man sich eigentlich nur wundern. Es gibt ein berühmtes Cartoon, da sieht man einen Panzer mit ukrainischer Flagge und einen ukrainischen Soldaten und darunter steht Freiheitskämpfer. Und dann gibt es ein vergleichbares Bild, da sieht man einen Palästinenser mit einem Molotow-Cocktail, der sich gegen Israelis wehrt und darunter steht Terrorist. Und natürlich kann man diese beiden Konflikte nicht eins zu eins vergleichen, das ist schon richtig. Aber trotzdem muss man doch sagen, dass die Verbrechen, vor allem im Gazastreifen, mittlerweile eine Größenordnung erreicht haben. Fast täglich sind die Vereinten Nationen mit diesen Dingen befasst. Die Israelis machen vor nichts mehr Halt, auch nicht vor dem Beschuss der UNIFIL, also der Schutztruppe der Vereinten Nationen für den Südlibanon. Die Israelis machen, was sie wollen. Wenn ich sage die Israelis, meine ich die politische Führung und das Militär. Und der Westen macht nichts. Bestenfalls gibt es einen erhobenen Zeigefinger seitens der deutschen Außenministerin nach dem Motto, naja, es ist nicht gut, was ihr macht, aber man könnte so viel tun. Als Frankreich gesagt hat, also das, was Israel macht, geht uns schon zu weit. Jetzt können wir ja mal aufhören, Waffen zu liefern. Was macht Israel? Greift sofort Tankstellen eines französischen Energiekonzerns an. Also die militärische Antwort folgt auf dem Fuße, wenn man sagt, wir stehen nicht mehr bedingungslos hinter Israel. Zum Beispiel könnte sich Deutschland aktiv dafür einsetzen, dass die Europäische Union Palästina als Staat anerkennt.
Man könnte sich dafür einsetzen, dass die Meistbegünstigung, die Israel genießt mit Blick auf seine Exporte in die Europäische Union, Israel wird ja steuerrechtlich behandelt wie ein EU-Mitglied. Das könnte man aussetzen, sodass Tarife und Zölle anfielen. Man könnte Israel, wenn man das wollte, mal. Das ist übrigens der Grund dafür, dass Israel vom BIP her relativ wohlhabend aussieht. Es sind westliche Subsidien. Ohne westliche Unterstützung, ohne massive westliche Unterstützung, die Israel seit Staatsgründung erhalten hat, wäre Israel wahrscheinlich ein durchschnittlich armes Land in der Region. Und ohne diese Unterstützung hätte es sich auch die ganzen Kriege nicht leisten können, hätte es auch diese ganzen Kolonialgebiete nicht, die es jetzt in Besitz hält. Massiv wirtschaftlich unter Druck setzen, dass es seine Politik ändert. Nur so wird Israel seine Politik ändern. Appelle nützen nichts. Und wenn man nicht anfängt, hier zu handeln, ist es irgendwann zu spät. Und wir werden als mitschuldig gelten für diesen Massenmord im Gazastreifen. Es ist ein Massenmord. Ein letztes in diesem Zusammenhang. Der ehemalige nationale Sicherheitsberater Giora Eiland hat im Juli dieses Jahres einen Plan vorgestellt, demzufolge man den Norden des Gazastreifens, der vom Süden durch den sogenannten Netzarim-Korridor getrennt wird. Er hat also vorgeschlagen, diesen Norden des Gazastreifens systematisch auszuhungern, um die Menschen von dort in Richtung Süden zu vertreiben und perspektivisch die Palästinenser insgesamt aus den Gazastreifen hinaus. Genau das machen die Israelis gegenwärtig. Ja, sie haben den Norden des Gazastreifens komplett abgeriegelt. Da sitzen 400.000 Menschen in der Falle. Seit dem 1. Oktober hat es keine einzige Hilfslieferung mehr gegeben. Die Leute haben kaum noch was zu essen, kaum noch was zu trinken. Es gibt ohnehin kein sauberes Trinkwasser mehr dort. Ja, und jetzt laut Eiland haben sie zwei Möglichkeiten perspektivisch, den Norden zu verlassen Richtung Süden, oder aber sie werden erschossen bzw. sie verhungern. Diese Aussagen von Eiland und andere, er ist eigentlich sozusagen der, naja, also der größte Freund von Völkerrechtsverstößen im Umfeld der israelischen Regierung. Er benennt sie jedenfalls am deutlichsten. Hier müsste man eigentlich intervenieren, auch seitens der Bundesregierung, aber es geschieht nicht. Also mit anderen Worten, Israel kann tun, was immer es zu tun beliebt, aber die Verbrechen haben mittlerweile eine Größenordnung erreicht, dass es auch für Deutschland eines Tages heißen könnte, mitgefangen, mitgehangen. Es wird die Rechnung uns noch präsentiert werden, übrigens auch in Form von Terroranschlägen. Das wird uns in Deutschland ereilen, als Rache, als Vergeltung für das, was mehr und mehr Menschen in der Welt und natürlich in der Region selbst als Völkermord ansehen. Ja, was mir auch. Ja, Deutschland beteiligt sich an einem Massenmord im Gazastreifen. Oder Deutschland beteiligt sich an einem Völkermord im Gazastreifen und es isoliert sich damit vollkommen in der Welt. Also brauche jetzt gar nicht mal die Gefahr von Terroranschlägen heraufbeschwören, wie Michael Lüders das gerade gemacht hat. Unser Land steht gerade wegen Beihilfe zum Völkermord vor dem Internationalen Gerichtshof. Also, das wird als historisches Vermächtnis der wertebasierten Außenpolitik von Annalena Baerbock übrig bleiben. Deutschland wird wegen Beihilfe zum Völkermord angeklagt. Und wenn die Klage von Israel positiv beschieden wird, wonach es gerade aussieht, dann sieht es auch für Deutschland alles andere als gut aus. Also das kann man hierzu vielleicht noch sagen. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, schaut euch den Rest von Michael Lüders Interview gerne an. Es ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich schaue mir auch den Rest privat an. Will ja, dass die Nachdenkseiten für die gute Arbeit, die sie da machen, auch ein paar Klicks kriegen. Also ist gut, dass darüber berichtet wird, gut, dass wir Michael Lüders eingeladen haben. Er hat es gerade gesagt, aktuell läuft im Norden Gazas die neueste Stufe dieses Völkermordes, die neueste Stufe dieses Genozids. Der Norden Gazas ist abgeriegelt, seit 3 Wochen ist kein Wasser mehr da reingekommen. Die Bevölkerung, die verdurstet also oder sie flieht. Oder sie wird von israelischen Truppen massakriert. Also es gibt wirklich zahlreiche Berichte über brutalste Kriegsverbrechen in den letzten Wochen. Also israelische Soldaten, die können da weitgehend widerstandslos eine wehrlose Zivilbevölkerung abschlachten. Also es gibt ja keinen, der sie daran hindert. Also das ist die Situation in Nordgaza und Israels Selbstverteidigungsrecht ist deutsche Staatsräson. Wir müssen noch mehr Waffen liefern. Um die Unterstützung Israels, also auch die Unterstützung bei einem Völkermord, auch die Unterstützung bei weiteren Angriffskriegen, sei es im Libanon oder wo auch sonst, die ist deutsche Staatsräson.